Servus, ich bin die Jenny und ich bin Brauerin bei der Brauerei Schönram. Und ich habe Ende Januar meine Ausbildung abgeschlossen und bin jetzt Gesellin und hauptsächlich im Gär- und Lagerkeller tätig. Das Gute an der Brauerei Schönram als Ausbildungsplatz ist für mich, dass man einen guten Einblick in alle Abteilungen kriegt. Also vom Sudhaus bis hin zur Abfüllung ist man überall dabei. Man hat auch wirklich bei uns noch was mit dem Produkt an sich zu tun, also mit den Rohstoffen, mit Malz und Hopfen. Und beispielsweise im Gärkeller kann man durch die offene Gärung, die wir haben, auch voll gut den Gärprozess verfolgen und ist halt einfach direkt immer am Produkt dran. Was mir in der Schulzeit voll gut gefallen hat, war, dass wir ein 3 Hektoliter Sudwerk haben, wo wir dann selbstständig auch Bier brauen dürfen. Also da sind wir wirklich dann von Anfang an dabei, vom Schroten bis hin zum Abfüllen, dürfen wir da halt mit Aufsicht von einem Lehrer alles selber machen. Was mir sonst bei der Ausbildung noch gut gefallen hat, war zum Beispiel die Woche beim Hopfenbauern. Da sind wir von der Brauerei zu einem von unseren Hopfenbauern geschickt worden. Und wir haben dann bei der Hopfenernte helfen dürfen und haben gesehen, was da eigentlich nur für Arbeit dahinter steckt, bis eigentlich der Hopfen dann auch zu uns kommt. Jetzt habe ich euch nur mein Lieblingsbier mitgebracht, und zwar das Grünhopfenpilz. Das Besondere an dem Bier ist, dass wir das nur einmal im Jahr brauen, und zwar dann zur Hopfenernte, weil dann nämlich eben der frisch geerntete Hopfen reinkommt. Und das macht dann eben auch das fruchtig-herbe Aroma von dem Pilz aus. Prost!